So. Eigentlich bräuchte ich jetzt wieder irgendwelche Viehzeug, was ich zu Skeletten machen könnte. Habe ich leider aber gerade nichts, deswegen muss ich mit 6 Vampiren zurechtkommen. Eure Bibliothek ist zu klein. Dann lass sie doch zu klein sein. Okay, neuer Plan. Ich denke, der wird hinhauen. Denke, der wird sogar besser hinhauen als der erste Plan, oder? Euer Zauberspruch Böser Blick wurde verbessert. Ja, hier komme ich direkt zum Portal hin. Wenn ich ihm das Portal wegnehme, kriegt er keine neuen Kreaturen mehr. Also buddel ich mich da mal durch. Sind alle Vampire wieder glücklich? Ja, sind sie. Blödsinn. Trainieren. So. Das wird vielleicht wieder eine etwas schwerere Geburt. Aber es scheint voranzugehen. Da ist zwar die Giftgasfalle. Oh, Skelette. Wieder zwei Skelette gefunden. Die kommen gleich in den Trainingsraum. Was anderes müssen die nämlich nicht tun. Sollte ich hier drüben auch mal weiter mich umsehen. Bingo, da sind noch mehr Skelette. Und die erreiche ich von hier aus. Habe ich nur zwei Puddler, die mir hier das Ding wegmachen. So, genau. Hier durch das Gold durch und dann nach da hinten. Genau, so müsste das einigermaßen klappen. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. So. Dann geradeaus dahin buddeln. Dann geht es nämlich über die Werkstatt zur Schatzkammer und dann da weiter. Und der Gegner baut wenigstens auch seine Räume nicht mehr auf, die ich verkauft habe. Was ist das? Da ist gar nichts, da ist nur eine Tür. Da ist nur eine Tür. Folterkammer, nee. Das ist aber wirklich eine Mini-Folterkammer neben der Schatzkammer. Ja. So, noch mehr Skelette. Du kannst gleich mal auch in den Trainingsraum. So, bloß das war das einzige Skelett hier. Ah, Tatsache, das war das einzige Skelett hier. Vielleicht hätte ich das Heldentor nicht kaputt machen sollen. Egal.
Dungeon Herz ist in 100% Zustand und das gegnerische kann ich leider nicht sehen. Kann ich nur tippen, kann ich nur tippen. Wie weit sind meine Vampire schon ziemlich hochgelevelt eigentlich? Ich muss nur noch den Gang hier zu Ende buddeln. Na, da brauche ich eigentlich nicht das ganze Gold ausbuddeln, dann reicht eigentlich hier so der Weg. Der Gegner hat den Vorteil, er hat einen blöden Edelstein. Das heißt, er kriegt immer genug Gold. Ah, die Anzahl seiner Kreaturen ist gesunken, weil er irgendwie... Na gut, ich habe seine Bibliothek verkauft, er kriegt schon mal keine Magier mehr. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Gut, es gibt nichts mehr zu erforschen. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Genau. Dieses Mal muss das aber ein Erfolg werden, weil wenn sie mich hier zurückdrängen, habe ich eigentlich gar keine Chance mehr, da irgendwo reinzukommen. So. Meine Vampire sind auf dem besten Wege. Ich glaube, die meisten sind sogar schon Stufe 4. Und ich glaube, Stufe 4 Vampire sind den meisten Gegnern sogar schon überlegen. Abgesehen von Teuflern vielleicht. Aber davon hat der Gegner, glaube ich, nur noch einen. Er hat nicht mehr besonders viel, wenn ich mir seinen Schlafraum so ansehe. Er hat... Ach, er hat einen neuen Teufler gekriegt. Ah, das ist weniger gut. Aber der ist Stufe 1. Er hat hauptsächlich Trolle und Dunkelelfen, wenn ich das richtig sehe. Jupp. Und ein paar Magier. Und die eine nervige heißer, die Jungfrau. So, nehmt mir das Gebiet dann noch ein. Dann kannst du da geradewegs durchgehen. Ich merke schon, für die Mission brauche ich ein bisschen länger, als ich gedacht hatte. Da werde ich mal gucken, ob ich noch eine zweite hinten dran hänge. Wenn nicht, naja, dann sehen wir Mission 13 und 14 halt mal wieder zusammen in einer Aufnahmesession. Dann komme ich wieder auf eine gerade Zahl. Wählen euch zum besten Keeper aller Zeiten. Na, das habe ich auch schon fast gehofft. So, Erdbeben hier mal. So, und los geht's. Stiften wir erstmal etwas Verwirrung. Dann gehen wir gleich mal... Oh, die können jetzt mittlerweile zaubern. Die Gasfalle ist ausgeschaltet. Die sind so stark geworden. Da, die eiserne Jungfrau. Ihr habt ein gegnerisches Portal erobert. So, die eiserne Jungfrau ist weg. Die finde ich nämlich als eine der gefährlichsten Gegner hier. Okay, wir haben schon wieder ein Skelett verloren, aber das macht nicht so viel. Die Vampire sind stärker als die Skelette. Jetzt kriegt der Gegner wenigstens schon mal keine Kreaturen mehr. Ihr habt eine gegnerische Werkstatt. So,
hochheilen, gegnerische Werkstatt gleich verkaufen. Ich glaube, das war's auch schon so gesehen. Ich habe ihm so gut wie alle Geschöpfe weggetötet. Der wird auch gleich verkauft. Jetzt kann ich mal die Gefangennahme von meinem Kerker, wo ich hier noch immer habe, hier. Ja, da. Kann ich mal auf einstellen. Beziehungsweise der ist hier, glaube ich, schon an. Jupp. Kann ein paar Imps losschicken, sie sollen mir Gefangene bringen. Sehr schön. Gut. Meine Vampire hauen schon fleißig auf das gegnerische Dungeon-Herz ein. Und der Gegner hat, glaube ich, auch keine Kreaturen mehr, um was dagegen haben zu können. Nur noch Imps. Gut. Sehr gut. Oh, er war Oh, der Gegner baut, hat hier eine Angstfalle hingesetzt. Das war ja klug von ihm. Aber sein Dungeon-Herz ist kaum noch der Rede wert. Es ist fast kaputt. Schade, dass ich mir den Status jetzt auch nicht anzeigen lassen kann, wobei Vampire direkt daneben stehen. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Jawohl. Ich denke, das wird Horny können versprengen. Oder? Naja, nicht unbedingt. Jetzt sammelt er den Portalstein ein. Und wir kriegen keine neuen Räume. Okay. Ein beeindruckendes Bild, Keeper, wie der Vampir allen den Lebenssaft abzapft, die dumm genug sind, sich gegen euch zu stellen. Ihr habt den bedauernswerten Untertanen dieses Reiches das barmherzige Vergessen des Todes gebracht. Das war sehr schön formuliert. Und ja, wir haben es geschafft. Und in unserem Zwischenvideo hat es unser Magier endlich mal hingekriegt, was richtig zu machen. Und hat den gegnerischen Ritter in ein Hühnchen verwandelt. Oder wohl mit seinem eigenen Schwert erschlagen. Also gut, das war's zur Mission 12. Ah, es gibt nicht mehr gerade viel, sehe ich gerade. Also die Karte wird immer kleiner. Ich würde mal sagen, das hier oben ist die letzte Mission. Aber ich denke mal, bevor wir uns zur Mission 12 begeben, mache ich hier jetzt nochmal einen Schnitt. Und zur Mission 13 mache ich hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.